Servus Leute, willkommen zurück zu Planescape Torment. Im letzten Part haben wir wieder viele interessante Gespräche gehabt und wir haben eine Notiz aus dieser Leiche da rausgezogen und diese Notiz wollen wir jetzt falten und dafür, Moment, ich pack mal kurz meine Maus weg. Ich werde mir da einen meiner Zettel runterreißen. Das jetzt passt. Okay, ich habe den Zettel jetzt. Die Frage ist nur, ist dieses Diagramm jetzt quadratisch oder wie? Ich glaube, das ist quadratisch. Moment, da muss ich es aber noch schneiden. Ich habe diese doofe Schere hier. Okay, ich muss in etwa ein Quadrat schneiden. Ja, ich weiß, es ist doof, das hätte ich alles vor dem Videostart machen können. Hätte ich auch tun sollen, aber jetzt ist es egal. Jetzt bleibt das alles drin, so das Teil kommt weg. Na gut, ist kein hundertprozentiges Quadrat, aber egal. Lesen wir mal. Jeder Ecke stehen mehrere seltsame Zeichen. Zeichen oben rechts. Moment, das mache ich mal. Stift. Ein Zeichen oben rechts. Dann mache ich hier eine 1. Zwei unten rechts. Dann mache ich hier 2 Zweier und 3 unten links. Okay, dann mache ich hier 3 Dreier. Der oberen linken Ecke steht gar nichts. Okay, da kommt auch nichts hin. Falte die obere rechte Ecke zur Mitte. Moment, ich werde es so machen, dass ich 1, 2, 3, 4, also, oder nee, von der 0 aus. Von der 1 aus oder von der 0 aus? Falte die obere linke Ecke. Ja gut, dann falte ich die obere linke Ecke in die Mitte zuerst. Weil da habe ich ja gar nichts hingeschrieben. Moment, da muss die Maus erstmal weg. Falte die obere linke Ecke zur Mitte. Ah. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gemacht. So ein Faltzeug. Ja, dadurch, dass es kein hundertprozentiges Quadrat ist, ja gut. Faltest die Ecke so nach innen, dass sie mit der Spitze auf den Mittelpunkt liegt. Ja gut, nicht direkt Spitze. Falte die obere rechte. Obere rechte ist die 1. Ja, das ist doof, wenn es jetzt kein hundertprozentiges Rechteck ist. Nee, ich brauche noch ein Zettel. Ich brauche ein hundertprozentiges Rechteck, weil sonst kann ich das vergessen. Ja toll, jetzt kann ich mein Geodreieck holen. Moment. So, da bin ich wieder. Ich hätte gleich auch eine Schere holen sollen, ich Idiot. Moment. Da kann ich das Kopfhörer auf drauf lassen. Habe ich eine Schere? Ja, ich habe eine Schere. So. Ich habe eine Schere. Ich habe ein Geodreieck. Ich habe einen Stift. Und einen dieser Zettel da. So, ich brauche einen. Muss ein komplettes Quadrat auf die Beine bekommen. Moment, von wo fange ich denn da an? Oh Mann, das kann man gar nicht richtig abschätzen. Da ist da geschrieben. Ja, ich weiß, der Part ist jetzt unglaublich langweilig. So, und von der 7 aus weiter ist
bis zur 6,2. Das heißt, alles gesehen, bis zu 7 ist da. Von da aus gesehen bis zu 6,2. Dahin. Gut, das heißt, von da aus gesehen nach oben. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt so blöd machen muss, aber muss sein. Ich brauche einen quadratischen Zettel, weil ansonsten komme ich hier nicht weiter. Perfekt. Ja, das ist jetzt ein perfektes Quadrat. Das sieht jetzt bestimmt voll bescheuert aus. Schade, dass ich keine Facecam habe. Aber wenn ich das Projekt mit Facecam machen würde, dann wäre ich nur zu faul, es zum Rendern. Ich kenne mich. Ist bei Project Zero und Lonely auch nicht anders. Wobei Project Zero habe ich ja wegen Lonely ein bisschen gestoppt. So, ein perfektes Quadrat. Wow. Das kommt weg. Dann machen wir es nochmal. Die linke obere Ecke kommt die 1. Unten rechts kommt die, schreibe ich eine 22. Unten links schreibe ich eine 333 und oben links kommt gar nichts. So, dann habe ich jetzt von der 0 ausgefaltet. Das heißt, ich muss bis. Ach, ich hätte nachgucken sollen, wo direkt die Mitte liegt. Das sollte ich einen Punkt machen. Wo ist mein Ding? Ist jetzt da. Oi. Doof, dass sie kein längeres Lineal haben. Moment, das muss ich anders mit dem Augenmaß einschätzen. Und sowas hasse ich ja. Das heißt, die Mitte ist ungefähr. Moment, da. Diese Reihe ist irgendwo die Mitte. Hier ist ungefähr da die Mitte. Okay, da ist sie. Ja, es ist exakt die Mitte. Geil. So. Oben links habe ich gesagt. So. Dann von der 1 aus oben rechts. Untere rechte. Fällt es dir so nach hin, dass sie. Entfalte deinen Zettel und fange nochmal von vorne an. Ja, gut, ich habe jetzt oben links. Moment. Obere linke Ecke. Ja. Oben rechts. Unten rechts. Dann oben rechts. Ich mache jetzt so eine Art Papierflieger. So, oben rechts. Unten rechts, weil das ist 22. So, unten rechts. So, halt die untere linke Ecke zur Mitte, alles klar. Da haben wir so ein schönes Symbol. Keine Ahnung, was das sein soll. Fällt das Ding so? Fällt den Zettel und fangen nochmal an. Wie? Moment. Ich habe doch jetzt gefaltet und weiter. Fangen nochmal. Hä? Habe ich einen Fehler gemacht? Vielleicht entgegengesetzt. Falte die untere linke, ja, das wäre dann so. Dann die untere rechte. Oben rechts. Oben links.
Was soll das? Vielleicht muss ich, wenn ich eine Seite schon gefaltet habe, sie noch nachher nochmal falten. Das heißt, ich muss eine Seite doppelt machen. Moment. Oben rechts. So. Falte die untere linke. Obere rechte. Die obere linke. Moment, vielleicht muss ich zwei entgegengesetzte Seiten machen. Das heißt, oben links. Okay, oben links ist in der Mitte. Unten rechts. Untere rechte, okay. Halte die obere rechte zur Mitte. Untere linke. Nee, es geht doch gar nicht. Dann muss ich rechts oben und links unten. Falte die obere rechte Ecke, okay, rechts ist in der Mitte. Falte die untere linke Ecke zur Mitte, okay. Falte die untere rechte zur Mitte. Oder obere linke. Das ergibt doch keinen Sinn, dann bin ich erst recht wieder da, wo ich vorher war. Falte die untere rechte Ecke. Der obere linke. Ich mach mal unten rechts. So, falte die obere linke zur Mitte. Wow. Wow, ich bin zu blöd für dieses Rätsel. Rechts. Untere rechte zur Mitte. Achso, ich habe zuerst falsch gemacht. Moment. Untere rechte zur Mitte. Ja, dann ist diese Seite schon mal. Halte die obere linke zur Mitte. Ja, dann ist die da. Und dann halte die obere rechte Ecke wieder zur Mitte. Achso, Moment. Oder untere linke. Ja, wenn ich jetzt die untere linke mache, habe ich dieses Symbol nochmal. Aber hier steht obere rechte. Das heißt, wenn ich die obere rechte jetzt mache. Moment. Wow, das muss ich ja. Das geht doch gar nicht. Moment, das geht schon, das geht schon. Wow. Scheiße, ist das hart. Dann ergibt das. So was. Komischen Flügel. Ja, so sieht das jetzt aus. Das sieht jetzt sehr lustig aus. Achso, ein anderer Text ist da. Als du die obere rechte Ecke erneut nach innen faltest, knickt die untere linke Ecke ebenfalls spiegelbildlich nach innen. Es folgen die anderen beiden Ecken, bis alle sich mit der Spitze in der Mitte berühren. Dann richten sich die Ecken des Zettels zu einer kleinen vierseitigen Papierpyramide auf. Ja gut, ich will nicht sagen, dass das wirklich aussieht wie eine Pyramide, aber ja, ziemlich Chaos. Ich habe zwei Zettel verbraucht, Moment, das schmeiße ich hin, nachdem die Aufnahme beendet ist. Schmeiße ich es in den Mülleimer, denn der steht an der anderen Ecke meines Zimmers. Aber ist geil irgendwie. Wie lange habe ich dafür jetzt gebraucht? 20 Minuten? Nee, ich glaube, meine Uhr stimmt nicht. Ich gucke mal kurz nach, wie lange ich gebraucht habe. Dafür gehe ich kurz auf den Desktop. Ich hoffe, ich vergesse das dann nicht rauszuschneiden. Und da bin ich wieder. 15 Minuten habe ich gebraucht. Wow, ja gut. Da ich ein Vollbild aufnehme, kann ich ganz leicht auf die Windows-Taste drücken. Ich sehe dann Desktop und da ist ja die Aufnahmezeit zu sehen.
Ich hoffe, ich vergesse es nicht auszuschneiden, sonst ist mein Desktop. Aber ich habe das Fenster zum Glück angepasst. Man würde nur einen Teil vom Desktop sehen. Öffne die Seiten der Pyramide. Als du die Seiten der Pyramide wieder nach unten biegen willst, zerfällt das Papier zu Staub. Darin liegt ein kleiner dreieckiger Ohrring, der das Licht einfängt und strahlend glänzt. Nimm den dreieckigen Ohrring. Gegenstand. Zu bekommen. Wo ist das Inventar? Da. Das Teil. Du hast diesen kleinen Ohrring durch Falten eines Zettels aus dem Mund einer der wandelnden Leichen in der Leichenhalle erhalten. Es ist ein wundervoller Ohrring, aber trotz seiner Schönheit scheint er nicht mehr zu tun, als dich daran zu erinnern, wie wunderlich diese Welt ist, in der du aufgewacht bist. Nur als einige Gegenstände besitzen magische Kräfte, müssen jedoch erst identifiziert werden, bevor sie verwendet werden können. Wenn du auf den ersten Blick nicht feststellen kannst, was... Muss dir eventuell jemand zeigen, der eine höhere Altertumskunde als du bzw. Mitglied einer Gruppe hat, okay? Wie möchtest du diesen Gegenstand identifizieren? Zauber, Schriftrolle? Habe ich nicht. Tschüss. Geht nicht. Ja. Tschüss halt. So, ich kann das Teil am Ohr tragen. Ja, später vielleicht. Nicht jetzt. Hör auf! Ich will doch nur mein Spiel speichern. Was sind jetzt schon wieder? Schon wieder ein WhatsApp-Dingens. Sollte mal einen Sound ausstellen. Ah. Ja gut, war Drach nix. Er hat das mit diesen Gradius-Verschnitt, diesen Life Force. Weil es gibt ja ein Spiel, was Life Force heißt. Habe ich mit dir da unten schon geredet? Ich glaube schon. Komm her. Ja, mit dem Zopf, ja. Schon gut. Schon gut. Diese Leiche ist vollständig in Bandagen eingewickelt wie eine Mumie. Was ist denn das? Erledigt. Dahl. Das Buch ist riesig, es muss tausende von Namen enthalten. Wow. Okay. Kann ich mit dir reden? Ja. Dieser Schreiber sieht sehr alt aus. Seine Haut ist faltig und eine Spur gelb, wie altes Pergament. Dunkelgraue Augen liegen in einem eckigen Gesicht und ein langer weißer Bart fließt wie ein Wasserfall an seinen Rücken hinunter. Sein Atem geht stockweise und unregelmäßig, doch selbst sein gelegentliches Husten verlangsamt das Kratzen seines Federfüllers nicht. Oh, jetzt muss ich einen alten Mann reden. Ja, zum Glück habe ich mit ein gutes Getränk hier. Werde ich brauchen. Ich sehe es jetzt schon, dieses Let's Play wird meine Stimme überhaupt strapazieren. Sei getröst. Hey Meister, was machst du? Wollte nur gerade mit dem Schreiber reden. Der weiß vielleicht, wie ich hierher gekommen bin. Sich mit den Staubes abzugeben, ist doch das Allerletzte. Bevor Morte seine Tirade beenden kann, was ist eine Tirade? Eine Rede oder so? Bevor man das eine Tirade beenden kann, beginnt der Schreiber heftig zu husten. Kurz darauf lässt der Husten nach und der Schreiber atmet wieder keuchend. Ich kann nicht auf Kommando husten. Da muss ich Schauspieler dafür sein, aber ich bin keiner. Und ich will auch keiner sein. Und vor allem soll... Achso. Und wir sollten vor allem keinen Plausch mit kranken Staubes halten. Komm schon, hauen wir ab. Je schneller wir diesen Ort ans Grinsen, desto besser. Bevor Morte seinen Satz wenden kann, blitzen die grauen Augen des Schreibers zu dir herüber. Die Jahre lassen schwer auf mich. So. Okay, ein alter Mann. Die Jahre lasten schwer auf mir, Rastloser. Er legt seinen Federkiel ab. Doch an Taubheit leide ich noch nicht. Rastloser, kennst du mich? Dich kennen. Ich. Der Stimme des Schreibers schwingt Bitterkeit mit. Ich habe dich nie gekannt, Rastloser.
Genauso wenig wie du dich selbst. Er schweigt einen Moment. Weil du es vergessen hast, nicht wahr? Wer bist du? Wie immer die Frage und wie immer die falsche Frage. Dahl beugt sich etwas nach vorne, aber diese Bewegung löst plötzlich einen Hustenanfall aus. Ich kann nicht auf Kommando husten, dann muss ich danach wirklich husten. Ich schweige einen Augenblick, bis er wieder zu Atem kommt. Ich bin Dahl. Vielleicht kannst du mir ja ein paar Fragen beantworten, Dahl. Na, für sowas habe ich keine Zeit. Leb wohl. Nee. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ah. Gut. Was wolltest du wissen? Was ist das für ein... Ich mache alles. Ich weiß ja, dass ich hier schon alles machen kann. Was ist das für ein Ort? Du befindest dich in der Leichenhalle, Rastloser. Du bist wiedergekommen. Hustenanfall hindert ihn am Weiterreden. Hüstel. Nach einer Weile beruhigt er sich und atmet wieder keuchend. Hier wartet, wer den Schatten dieses Lebens bald verlassen wird. Erzähl mir über die Leichenhalle. Hier werden die Toten gebracht. Hierher werden die Toten gebracht, um beerdigt oder verbrannt zu werden. Es ist unsere Verantwortlichkeit als Staubmenschen, uns um die Toten zu kümmern, um die, die diesen Schatten von einem Leben hinter sich gelassen haben und nun den Pfad des wahren Todes gehen. Dahls Stimme senkt sich besorgt. Deine Wunden müssen dich schwer mitgenommen haben. Wenn du diesen Ort nicht wiedererkennst, ist es ja beinahe ein Zuhause für dich. Schatten des Lebens, Aratop, Staubmenschen, Sigil. Noch mehr. Wow. Okay, Schatten des Lebens. Das könnte eine Zeit dauern. Soll ich das alles noch in einen Part packen? Ja, ich packe das alles in einen Part, weil ich in den ersten Parts jetzt zu blöd das Papier gefaltet habe. Also im ersten Teil des Parts. Bin gespannt, wie lange das dann wird. Ja, ein Schatten. Siehst du, Rastloser, dieses Leben ist nicht echt. Dein Leben, mein Leben, das sind nur Schatten. Ein Aufflackern dessen, was das Leben einmal war. Dieses Leben ist der Ort, wo wir landen, nachdem wir gestorben sind. Und hier bleiben wir dann, in der Falle, in einem Käfig, so lange, bis wir den wahren Tod erreichen können. Wahrer Tod? Nee. Wahrer Tod? Der wahre Tod ist die Nicht-Existenz, ein Zustand ohne Vernunft, ohne Empfinden, ohne Leidenschaft. Dahl hustet und sagt schwer atmet. Ein Zustand der Reinheit. Hört sich an wie Vergessenheit. Warum sollte jemand sowas wollen? Oder, oh, kannst du mir noch mehr über die Leichenhalle erzählen? Oder, oh, ich verstehe. Nee. Vergessenheit. Hat er gerade gewackelt? Ich gucke die ganze Zeit auf den Text. Es ist schlimmer, als im Schatten dessen zu verweilen, was früher mein Leben war. Ich glaube. So, jetzt war eine Frage. Ist es schlimmer, als im Schatten dessen zu verweilen, was früher mein Leben war? Ich glaube nicht. Schatten des Lebens hatte ich schon. Erzähl mir mehr über die Leichenhalle. Das hatte ich schon. Wahrer Tod, Staubmenschen, Sigil, bla bla. Wir Staubmenschen sind ein Bund. Eine Vereinigung jener von uns, die sich der Illusion dieses Lebens bewusst sind. Wir warten auf das kommende Leben und helfen anderen auf ihre Reise. Vielleicht kannst du mir erklären, warum die Staubmenschen mich tot wissen wollen. Bald seufzt. Man sagt, es gäbe Seelen, die den wahren Tod niemals erreichen können. Der Tod hat sie aufgegeben und ihre Namen werden niemals in das Totenbuch eingetragen werden.
vom Tod wieder zu erwachen, wie du es getan hast, deutet darauf hin, dass du eine dieser Seelen bist. Deine Existenz ist in unserem Bund inakzeptabel. Inakzeptabel? Das klingt nicht so, als ob ich einen besonders guten Stand hätte. Versteh doch, deine Existenz ist für sie reine Blasphemie. Viele unseres Bundes würden dich einäschern lassen, wenn sie von deinem Zustand wüssten. Du bist ein Staubmensch, aber du scheinst kein Interesse daran zu haben, mich zu töten. Warum nicht? Weil es nicht richtig ist, dir unsere Überzeugung aufzuzwingen. Du musst dieses Schattendasein. Du musst dieses Schattendasein. Ich glaube, da fehlt ein S. Du musst dieses Schattendasein. Ja. Du musst dieses Schattendasein aus freien Stücken aufgeben. Nicht etwa, weil du gezwungen wirst. Dahl scheint augenblicklich loshusten zu müssen, doch er schafft es, sich zu beherrschen. Solange ich meinen Posten halte, werde ich dein Recht schützen, deine eigene Wahrheit zu suchen. Was ist denn dein Posten? Mord scheint sich zu langweilen. Ich bin ein Schreiber, ein Katalogisierer aller Hüllen, die in die Leichhalle kommen. Dahl hustet wieder und atmet dann tief durch. Solange der Strom der Leichen durch die Leichenhalle fließt, werde ich auf meinem Posten bleiben. Du sagst, dass ich hier schon öfter war. Wie kommt es da dann aber, dass die Staubmenschen mich nicht wiedererkennen? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja. Ich bin derjenige, der die Hüllen katalogisiert, die in unseren Hallen kommen, rastloser. Dahl hat einen Hustenanfall, dann fängt er sich wieder. Nur ich sehe die Gesichter derer, die auf unseren Totenbanken liegen. Das Dunkel deiner Existenz ist bei mir sicher aufgehoben. Dann noch ein paar andere Fragen. Wie bin ich hierher gekommen? Dahl schnaubt verächtlich, als würde er sich nur ungern erinnern. Du wurdest auf einem verrotteten Wagen in die Leichhalle kutschiert, rastloser. Angesichts der Anzahl an ergebenen Untertanen, die zusammen mit dir stinkend und eiternd auf dem Wagen lagen, hätte man dich glatt für einen blaublütigen Edelmann halten können. Ich kam auf einem Kahn hierher. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, dein Knochengerüst steckte irgendwo mitten im Haufen und vermischte seine Sekrete mit dem restlichen Leichenberg. Dahl hustet wieder heftig los. Nach ein paar Minuten kommt er wieder zu Atem. Dein Hofmarschall Farod war wie immer sehr erfreut über die paar lausigen Kupferstücke, die er dafür bekam, dass er euch vor der Leichenhalle ablud. Hört sich an, als ob du Fahrrad nicht leiden kannst, oder? Wer ist dieser Fahrrad erstmal? Er ist ein Totensammler. Dahl holt schwer Atem und fährt fort. In unserer Stadt gibt es Leute, die Körper all deren aufstöbern, die den Pfad des wahren Todes bestritten haben. Und sie dann zu uns bringen, um sie bestatten zu lassen. Wo kann ich diesen Farod finden? Wenn alles beim Alten bleibt, rastloser, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Farod dich finden und wieder hierher bringt, als dass du die Schlammgrube findest, in der er sich gerade suhlt. Trotzdem muss ich ihn finden. Eine leise Warnung schleicht sich in Dahls Tonfall. Suche nicht nach Farod, rastloser. Ich bin sicher, dass sich der Kreis einfach wieder schließen wird. Du nicht weiser sein wirst und Farod dann letztlich um ein paar Kupfermünzen reicher. Nimm den Tod an, rastloser. Setz den Kreis deiner Leiden nicht fort.
Ich muss ihn einfach finden. Weißt du, wo er ist? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dahl hält kurz inne. Dann spricht er, wenn er auch scheinbar widerwillig. Ich weiß ja nicht, unter welchem Rinnstein Pharaoh sich gerade versteckt. Aber ich glaube, er könnte sich irgendwo jenseits der Tore zur Leichenhalle im Stock aufhalten. Vielleicht weiß ja dort irgendjemand, wo er steckt. Hört sich an, als ob du Pharaoh nicht leiden kannst. Einige von ihnen achten ihn rastloser. Dahl holt tief Atem. Pharaoh nicht. So einige von ihnen achte ich. Er trägt seinen schlechten Ruf wie ein Ehrenabzeichen zur Schau und geht allzu frei mit dem Hab und Gut der Toten um. Er ist ein Postenritter, der mit dem größten Ramsch noch Querhandel treibt. Postenritter? Ein Postenritter, Dahl hustet. Ein Dieb. Alle, die Pharaoh an unseren Mauern abliefert, kommen mit weniger Würde zu uns, als sie zu Lebzeiten besessen haben. Pharaoh streift ihnen alles von den Fingern, was er kriegen kann, bevor die Totenstarre einsetzt. Hat dieser Pharaoh etwas von mir genommen? Dahl überlegt kurz. Kann gut sein. Vermisst du etwas? Etwas Wertvolles? Seine Stimme wird schwächer, er runzelt die Stirn. Nicht, dass Pharaoh irgendetwas verschmähen würde, das nicht fest an dein Knochengerüst angewachsen ist. Und manchmal reicht auch das nicht aus, um seine Raffgier zu bremsen. Ich vermisse mal ein Journal. Ein Journal? Wenn es irgendeinen Wert hatte, hat Pharaoh es wahrscheinlich ergattert. Kann ich diesen Pharaoh finden, habe ich schon gefragt. Ich habe noch ein paar Fragen. Oh Mann, der Text ist ja ewig lang, das wird eine Mega-Folge. Wow. Kannst du mir erzählen, wie man hier rauskommt? Das Haupttor ist der offensichtlichste Ausgang, aber dort wird niemand aus der Staubmenschen vorbeigelassen. Dahl fällt in ein ruckartiges Husten und fällt dann fort. Ich kann dich auf Kommando husten, es tut mir leid. Einer der Führer am Haupttor hat einen Schlüssel dafür. Aber da müsstest du schon sehr gute Überredenskünste anwenden, damit er es dir öffnet. Verstehe, ich hätte noch ein paar Fragen. Was machst du da? Weißt du, wer ich bin? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich weiß herzlich wenig von dir, Rastloser. Ich weiß ein wenig mehr von denen, die mit dir gereist sind und sich nun in unserer Obhut befinden. Da seufzt. Ich bitte dich, nicht länger andere zu bitten, sich dir anzuschließen, Rastloser. Wo du hingehst, da geht das Leid. Trag deine Last allein. Ich bin also mit anderen zusammengereist. Und sie sind hier? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Oh, ich erreiche was offensichtlich. Kennst du die Frau nicht, deren Leiche unten in der Gedenkhalle bestattet ist? Ich dachte, du wärst früher mit ihr gereist. Dahl scheint gleich wieder husten zu müssen, dann holt er Luft. Oder etwa nicht. Wo ist ihre Leiche? Die nordwestliche Gedenkhalle im Stock unter uns. Schau dir diese Totenbarren hier an. Ihr Name müsste eigentlich auf einer der Gedenktafeln stehen. Vielleicht hilft es ja deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay, nordöstlich oder wie? Nordwestlich. Nordsüden, Osten, Westen. Das heißt links oben. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mit einer Frau gereist zu sein, oder? Du sagst, es wären noch andere, wer noch hier? Vielleicht ging es nicht. Ich jetzt gehe in einen Mann. Es wird eine mega lange Folge. Tut mir leid fürs Gehen. Da gibt er darauf keine Antwort. Er starrt dich einfach stumm an. Wo kann ich sie finden? Aber ja. Du sagst, es wären noch andere gereist. Die gibt es zweifellos, doch kenne ich ihren Namen nicht. Noch weiß ich, wo sie liegen. Ein solcher wie du hat einen Pfad verlassen, den viele gegangen sind.
Doch nur wenige überlebt haben. Dahl gestikuliert um dich herum. Alle Toten kommen hierher. Einige müssen einst mit dir gereist sein. Ist diese Frau, die du erwähnt hast, deine Erklärung hört sich logisch an. Ich hätte aber noch ein paar Fragen. Okay. Was machst du da? Ich bin ein Schreiber. Okay, das kenne ich schon. Ich hätte noch andere Fragen. Du hörst dich krank an. Geht es dir nicht gut? Ich bin dem wahren Tod jetzt nahe, Rastloser. Nicht mehr lange und ich werde die ewige Grenze überschreiten und den ersehnten Frieden finden. Ich bin dieser sterblichen Sphäre überdrüssig. Dahl seufzt schwer. Ich habe auf den Ebenen schon alles erlebt, was einer wie ich erleben kann. Ewige Grenze? Bist du da sicher? Vielleicht gibt es Möglichkeit, wie ich dir helfen kann. Ich möchte nicht ewig oder noch einmal leben, Rastloser. Ich könnte es nicht ertragen. Dann fangen wir nochmal über die ewige Grenze. Die Grenze zwischen dem Schatten des Lebens und dem wahren Tod. Ja, das hatte ich auch schon. Leb wohl, Dahl. Als du dich umdrehst, um zu gehen, sagt Dahl. Glaub mir, ich beneide dich nicht, Rastloser. So wiedergeboren zu werden wie du, wäre für mich ein unerträglicher Fluch. Aber du musst dich damit abfinden. Irgendwann wird dich dein Pfad wieder hierher führen. Dahl hustet. Dabei rasselt es in seiner Brust. Ich habe nichts zum Rasseln da. Verdammt. Ja gut, dann geht nicht anders. Dies ist der Weg aller Dinge aus Fleisch und Blut. Treffen wir uns vielleicht wieder da. Okay, jetzt muss ich speichern. Ich muss jetzt gucken, wie lange diese Aufnahme ging. Weil, wow, die ging jetzt wahrscheinlich sehr lange. Gut, aber, ja gut, es ist 5.13 Uhr morgens. Das Spiel ist irgendwie saugeil. Gut, dann würde ich sagen, das war Planescape Torment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.